So, dann würde ich sagen, es ist halb, auf meiner Uhr zumindest, legen wir los. Ich Super. freue mich sehr, unsere Rednerin begrüßen zu dürfen, Maren Beermann. Ich glaube, sie ist Katzenhalterin, denn sie spricht übers Beißen und gebissen werden. Nein, das bin ich. Nicht ganz, aber ich habe Genau. Kinder. Die beißen vielleicht auch manchmal, ja. Genau, aber es soll ja ohnehin um Menschen gehen, denn sie schreibt, agil handeln beginnt immer bei den Menschen. Und von daher bin ich gespannt auf einen interaktiven Vortrag. Wir haben Breakout-Sessions dabei, habe ich gehört, und Umfragen. Von daher Bühne frei für Maren Beermann. Dankeschön. Ja, hallo erstmal. Ich lege mal direkt los mit Bildschirmteilen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Das hatte ich jetzt eben einmal geprobt. Jetzt hoffe ich, dass es nochmal klappt. So. Und so. Jetzt müsstet ihr alle, wenn alles gut geht, ein niedliches Katzenfoto sehen. Mehr Biss ohne Beißen. Das ist mein Talk heute, warum wir in komplexen Aufgabenfeldern ohne Schuldzuweisung besser lernen und erfolgreicher sind. Ja, ich bin Maren, ich bin Innovationspsychologin und das heißt, ich helfe Teams, innovativer zu sein, flexibler zu sein und ihre Innovationskultur zu stärken. Und ich habe heute einiges an Input mitgebracht, habe eine kleine interaktive Übung und ein Tool. Und wenn alles gut geht, dann haben wir am Ende auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Das wäre auch noch ein Punkt. Also Verständnisfragen stellt sie gerne zwischendrin. Also ich habe jetzt gerade irgendwie wieder Zoom die Bildchen nicht. Das ist eigentlich immer schade, weil ich dann eigentlich möchte ich gerne eure. Da seid ihr. Ich habe euch gefunden. Yay. Also stellt gerne Fragen, Verständnisfragen zwischenrein. Wenn es Diskussionsfragen sind oder ein bisschen weiterführende Fragen, dann haben wir da am Ende noch Zeit für. Und wenn es ganz dringende Fragen sind, dann stellt ihr sie an Peter und der wird das dann im Chat irgendwie moderieren. Ja, und meine Erfahrung, deswegen auch der Talk heute, meine Erfahrung ist, dass wir viel mehr von unserer Arbeit heutzutage, von unserer Wertschöpfung, von den Innovationen, alles, was passiert, das passiert immer mehr in Umfeldern, die wir VUCA bezeichnen. Ich weiß nicht, wer von euch den Begriff kennt. Also volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Das heißt also in so schwer eingrenzbaren und abgrenzbaren Bereichen. Und da wird es immer wichtiger, auch darauf zu achten, was passiert, wenn Dinge schiefgehen. Und deswegen auch der Vortrag heute. Denn in diesen VUCA-Umfeldern müssen wir, um erfolgreich zu sein, müssen wir mit Misserfolgen besser umgehen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Fehlschläge nicht als Sackgassen betrachten, sondern da auch wieder rauskommen. Also wir müssen daraus lernen. Wir müssen gucken, wie wir auch die Leute motiviert kriegen, dann weiterzumachen, wenn wir einmal auf die Nase gefallen sind. Wir müssen also optimistischer weitermachen und auch mit den Menschen gut umgehen. Und wir müssen natürlich auch den Schaden begrenzen, denn gerade wenn wir viele Fehler machen, müssen wir auch gucken, dass wir da nicht zu viel drauf zahlen. So, und darum wird es also heute gehen. Und um da mal direkt einzusteigen, ne, jetzt kann ich hier nicht, kann ich das jetzt nicht? So, um mal direkt einzusteigen, habe ich euch ein paar Definitionen mitgebracht. Der Duden sagt, im übertragenen Sinne ist Biss die Bereitschaft zum vollen Einsatz. Und beißen ist eine stechende Wirkung haben, ätzen, brennen, natürlich auch mit den Zähnen packen und verletzen. Also beides im Teamkontext nicht so cool. Ein Fehler ist definiert als etwas, was falsch ist, was vom Richtigen abweicht, eine Unrichtigkeit. Und da merkt ihr schon, da gibt es eine Kehrseite zu. Das heißt, ein Fehler kann eigentlich nur dann passieren, wenn es eine richtige Antwort gibt. Also wenn es ein richtig oder falsch gibt, was objektiv bestimmbar ist. Und für Irrtum habe ich mal meine Definition reingepackt. Aufgrund unvollständiger Informationen getroffene Entscheidung mit unerwünschtem Ausgang. Und wenn wir das jetzt mal uns so angucken, dann sollten wir uns vielleicht schon mal fragen, ob anstatt einer guten Fehlerkultur nicht vielleicht eine gute Irrtumskultur gefördert werden sollte. Denn wenn wir es im komplexen Umfeld irgendwie mit Irrtümern zu tun haben, weil wir einfach eine schlechte Informationsgrundlage hatten, weil es keine besseren Informationen gab, dann handelt es sich eher um einen Irrtum als um einen Fehler. Jetzt aber die große Frage, was hat das mit Biss zu tun, ne? Also warum haben Fehler und Irrtümer mit Biss zu tun? Wenn wir also unsere Bereitschaft zum vollen Einsatz erhalten wollen, also wenn wir gucken wollen, dass Teams weiterhin ihren guten Einsatz oder tollen Einsatz zeigen, nämlich den Biss, dann müssen wir
den Biss auch ein bisschen pflegen. Was passiert aber in Unternehmen, wenn etwas schief geht oder wenn es zu einem Misserfolg kommt? Da vielleicht jetzt mal per Handzeichen von euch im Arbeitskontext. Wer hat schon mal erlebt, dass Menschen für Irrtümer oder für Fehlleistungen Vorwürfe geerntet haben? Wenn sie also gescheitert sind, dass sie dafür dann scharf kritisiert wurden. Wer hat es schon mal erlebt? Ja, da gehen einige Hände nach oben. Danke. Und so läuft das tatsächlich recht häufig in Unternehmen und Organisationen. Also etwas geht schief und dann geht das Fingerpointing los. Ne? Also irgendwie fangen die Schuldzuweisungen an. Jetzt mal eine rhetorische Frage an euch. Ist das klug? Ist das wirklich klug, dass wir Leute an die Wand stellen, wenn sie gescheitert sind? Die Antwort ist nein, ist es nicht. Denn Schuldzuweisungen sind ganz schlecht für den Biss. Also wenn wir wollen, dass Leute motiviert sind und weiterhin großen Einsatz zeigen, dann ist es ganz gefährlich, wenn wir sie für jedes Scheitern quasi an die Wand stellen. Denn das führt dazu, dass Menschen Angst kriegen, davor zu scheitern, was dazu führt, dass sie sich neuen Herausforderungen oder überhaupt neuen Erfahrungen nicht mehr stellen. Sie vermeiden die. Ist logisch, ne? Wenn man einmal eins auf die Mütze kriegt für sowas, dann macht man das nicht nochmal. Und gerade in komplexen Umfeldern, wo wir eben darauf angewiesen sind, dass Menschen immer weiter probieren und auch Neues ausprobieren und sich vorwagen, ist das tödlich für Organisationen. Also müssen wir gucken, dass wir diese Angst gar nicht erst aufkommen lassen. Dementsprechend müssen wir mit Scheitern besser umgehen. Wer zum Thema Complexity sehr viel und sehr schlaue Sachen herausgefunden und aufgeschrieben hat, ist der Dave Snowden. Der hat mit der Mary E. Boone gesagt, aufschlussreiche und hilfreiche Muster können dann entstehen, wenn die Führungsebene Experimente ermöglicht und anlegt, die auch mal scheitern dürfen. Das heißt eben ohne, dass man sich wehtut, dass also das Scheitern quasi ungefährlich ist. Und die beiden sagen auch, eben wenn man ein komplexes Problem hat, also wirklich eine Aufgabenstellung, wo man teilweise die Antworten nicht kennt, das ist schon mal klar, denn sonst wäre es leichter und wäre es eben nicht komplex, aber teilweise auch die Fragen gar nicht kennt, dann ist das beste Vorgehen, dass man Probe, Sense and Respond anwendet. Also, dass man erstmal ein bisschen so eine Probe macht, also einen Versuch macht und schaut, was passiert, also ein bisschen reinstupst und mal guckt, wie reagiert das Aufgabenfeld, die Situation. Dann eben auch wirklich wahrnimmt, was passiert da. Also das Sense-Making, aber auch eben wirklich drauf gucken und drauf hören. Und dann erst eine echte Antwort oder eine Lösung entwickelt. Und also dieses Muster, Probe, Sense and Respond, das bedarf natürlich auch einer gewissen Umgebung. In so einer Umgebung müssen ein paar Dinge gegeben sein. Zum einen müssen sie experimentiersicher sein. Das heißt, ich muss auch die Erlaubnis haben, zu probieren. Ich muss mich vorwagen dürfen, denn sonst kann ich eben nicht dieses Probing durchführen. Ich muss eine Umgebung haben, die reflexionssicher ist. Das heißt, ich muss meine Wahrnehmung äußern dürfen können. Ich muss überhaupt die Zeit haben, zum Beispiel mal hinzugucken, was ist denn da eigentlich passiert. Darf nicht zu vorschnellen Schlüssen irgendwie kommen, sondern ich muss das erstmal aufnehmen und faktenbasiert mir angucken und analysieren. Und dann erst fange ich an und generiere Lösungen. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ich Ideen überhaupt äußern darf, dass ich also kreativ sein darf. Denn kreativ sein hängt auch ganz eng zusammen mit auch mal alberne Ideen oder unfertige Ideen äußern dürfen und eben auch mal Dinge ausprobieren im weitesten Sinne. Und erst dann, wenn ich das darf, kann ich auch überhaupt eine Lösung entwickeln, die in dieser komplexen Situation hilfreich sein kann. Da würde ich jetzt auch gerne nochmal eure Mitarbeit sozusagen einwünschen. Ich habe eine kleine Blitzumfrage vorbereitet. Diejenigen von euch, die Mentimeter kennen, geht einfach auf den QR-Code, da ist eine Frage hinterlegt, die zeige ich euch auch gleich. Diejenigen, die Mentimeter nicht kennen, das ist völlig ungefährlich, die Frage da zu beantworten, das ist eine Multiple-Choice-Frage. Die Antworten sind anonym, aber mir helfen sie, einen kleinen Überblick zu kriegen, was eure Erfahrungen so sind. Und die Fragestellung ist, welchen Effekt hat es deiner Erfahrung nach, wenn dir für ein Versehen Vorwürfe gemacht werden? Soll heißen, wenn du für ein Irrtum verspottet wirst oder gezwungen wirst, die Konsequenzen zu tragen für einen Fehlschlag. Also all diese negativen Konsequenzen, die wir häufig mit dem Fingerpointing irgendwie assoziieren. Und jetzt würde ich euch bitten, mal auf
der Mentimeter-Seite das zu beantworten. Und dann gucken wir auch gleich mal hier live und in Farbe. Ah, ihr seid schon dran, super. Ich habe den Link jetzt auch tatsächlich für alle rumgeschickt und nicht nur an dich. Okay. Ja. Ja, ich gucke gerade durch. Wir sind doch einige geworden. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich total drüber. Das heißt aber auch, dass wir noch ein paar Antworten kriegen. Okay. Ihr seht jetzt auch alle den Mentimeter, ne? Live und in Farbe. Super. Danke. Jo. Okay. Und einige Antworten sind für mich erwartungsgemäß. Also gerade, dass der blaue Balken am Anfang so hoch ausschlägt, das habe ich mit gerechnet. Bei mir geht es auch so. Es gibt einige von euch, die geschrieben haben, hier dann ist das ein Anreiz, mich noch mehr reinzuhängen. Also einige sind nur 5. Erhaltet euch das. Die Wahrscheinlichkeit, dass das beim nächsten und übernächsten Mal immer noch so ist, ist nämlich sehr gering. Insofern sollte man das tun, nicht vermeiden in Teams. Ja, und dass eben so Schuldzuweisung und Scham sehr eng zusammenhängen, hat auch ganz negative Konsequenzen. Also, dass man eben dann versucht, das so defensiv zu werden und dass man sich eben dann erst recht das nächste Mal nicht mehr traut, sich so weit vorzuwagen. Also ganz herzlichen Dank für eure Antworten. Werde ich auch nachher in den Foliensatz mit reinpacken, was ihr hier beantwortet habt. Ja. Und das Versehen zu korrigieren, es hat auch viele Antworten, haben viele von euch beantwortet. Und auch das ist so ein bisschen, um Scham, sage ich mal, zu vermeiden. Das ist auch völlig normal und ist auch gut so, denn dann können wir ja irgendwie weitermachen. Aber wenn dieser Drang oder dieser Einsatz dann eben auch nicht gewürdigt wird, dann passiert das eben leider auch, dass Menschen das ein-, zweimal machen und sich dann eigentlich sagen, weißt du was, jetzt ist eigentlich auch egal. Insofern ist es also ganz, ganz schädlich für Motivation und für den Einsatz, den man zeigt, wenn da dieses Fingerpointing stattfindet. So, und jetzt wechsle ich wieder zurück zur Präse. Es ist nämlich auch ein Anzeichen für etwas anderes, wenn wir es mal salopp formulieren, wenn man fürs Scheitern gebissen wird, ne, also jetzt hier wieder der Link zum Talk, wenn man fürs Scheitern gebissen wird, ne, dann fühlt sich das einfach schlecht an. Und das bedeutet auch, dass in diesem Umfeld psychologische Sicherheit nicht gegeben ist. Ja? Und das hat sehr massive Auswirkungen. Ich erkläre euch mal, wie Amy Edmondson psychologische Sicherheit definiert. Die hat das Konzept sehr weit verbreitet und ist da ein ziemlicher Guru, also ganz tolle Wissenschaftlerin. So, psychologische Sicherheit ist die Überzeugung, dass es in diesem Umfeld gefahrlos möglich ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Also mit anderen Worten, sich als Mensch zu zeigen. Wenn ich also scheitere, weiß ich, dass ich dafür nicht ein Messer in den Rücken kriege oder dass ich eben lächerlich gemacht werde. Und kann mich darauf verlassen, ja, der Fehler wird dann adressiert und auch gegebenenfalls korrigiert, aber ich werde als Person dafür nicht angegriffen. Und da ist auch ein ganz enger Zusammenhang zu Kreativität, auf den komme ich nachher nochmal, denn wenn ich psychologische Sicherheit in einem Team habe, dann werden eben auch Ideen sehr viel leichter geäußert. Und also psychologische Sicherheit ist einfach ein Indikator oder ein Merkmal von erfolgreichen Teams. Also deswegen ist die Forschung da auch so erpicht darauf, zu verstehen, was psychologische Sicherheit ausmacht und wo sie herkommt, wo sie hinführt. Weil man festgestellt hat, bei Google tatsächlich in der Reworks-Studie, dass sehr erfolgreiche Teams sich von nicht so erfolgreichen Teams vor allem durch psychologische Sicherheit unterscheiden. Das heißt also, erfolgreiche Teams sind psychologisch sichere Teams. Woran erkennt man jetzt psychologische Sicherheit in einem Team? Es gibt einige Faktoren, ich habe euch mal 4 rausgegriffen. Zum einen ist es eine Grundhaltung, dass Irrtümer zu erwarten sind. Also man geht schon mal davon aus, es werden Fehler passieren, idealerweise Irrtümer und nicht Fehler, aber es werden Dinge schieflaufen und das ist zu erwarten und das ist okay so. Wir haben alle Wissenslücken und es gibt Dinge, die man nicht vorhersagen kann, das ist zum Lernen da. Wir bringen eine gewisse Demut mit. Demut im Englischen, Humbleness, ist im Deutschen ein bisschen ein schwierigerer Begriff, finde ich.
Also vor allem, dass wir einem Thema gegenüber aufgeschlossen sind und nicht glauben, dass wir alles schon wissen und besser wissen. Also keine Arroganz. Demut jetzt aber nicht im Sinne von, dass wir Angst davor haben, sondern eher, dass wir ein bisschen bescheiden sind und offen sind für ein Thema. Und diese Haltung hilft sehr, um psychologische Sicherheit zu erzeugen, aber man kann sie eben auch daran erkennen, dass diese Haltung da ist. Ein weiteres Merkmal von psychologisch sicheren Teams ist, dass sie wertschätzende Interaktionen haben. Das heißt, es werden gute Fragen gestellt, so klassischen offenen Fragen, die aber wirklich zum Dialog einladen, wo man den anderen auch echt hören möchte, wo man auch zuhört, ganz wichtig, nicht nur Fragen stellen, sondern auch die Antworten anhören, dass man sich gegenseitig helfen will, nicht nur verbal, sondern auch wirklich im täglichen Doing. Weil man eben davon ausgeht, dass man zusammen einfach stärker ist und den Einzelnen jetzt nicht irgendwie mit einem Fehler allein lässt. Es ist allen klar, warum man zusammen an einem Thema arbeitet. Es gibt also einen klaren Sinn. Diejenigen von euch, die in agilen Kontexten arbeiten, werden den North Star kennen oder, ne? Also, dass man eben klar weiß, wo man hin will. Man weiß vielleicht noch nicht, wie wir da hinkommen, aber es ist klar, wir wollen dahin. Das ist unsere Vision, das wollen wir erreichen. Damit wissen dann alle, was auf dem Spiel steht, wenn man scheitert, beziehungsweise wenn man scheitert und nicht daraus lernt. Und es gibt eine gewisse Orientierung. Ne? Wenn man also einmal einen Fehlschlag erlitten hat, dann weiß man, in welche Richtung man nochmal als nächstes nachgucken möchte. Was in psychologisch sicheren Teams auch passiert, ist, dass eben kontinuierlich gelernt wird. Also wenn alle wissen, warum wir das haben, warum wir auf dieser Reise sind, wenn alle wissen, wenn ich mal auf die Nase falle, dann wird mir wieder aufgeholfen, dann führt das dazu, dass Menschen einfach bereit sind, kontinuierlich zu lernen. Das heißt, das kann man in solchen Teams dann auch beobachten. Und psychologische Sicherheit und Komplexität passen sehr, sehr gut zusammen. Deswegen habe ich jetzt die psychologische Sicherheit auch mal auf diese drei Themenfelder von David Snowden bezogen. Wenn wir also psychologische Sicherheit haben in einem Team, dann herrscht die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, weil ich mich eben sicher noch genug fühlen kann, auch auf unbekanntem Terrain, es einfach mal zu probieren. Und ich weiß, ich werde aufgefangen, wenn es schief läuft, ne? Und ich werde eben nicht dafür verspottet oder irgendwas. Zum anderen heißt es eben, dass Fehler zugegeben werden können. Also wenn ich irgendwie scheitere oder unsicher bin, dann kann ich das dann kann ich das äußern, dann kann man da gemeinsam drüber reflektieren. Das heißt, es gibt viel Raum für dieses Sensing, für das Wahrnehmen, für das Reflektieren, für das Lernen daraus, um der Emergenz Raum zu geben. Also diejenigen von euch, die sich mit Komplexität befasst haben, werden diesen Begriff kennen. Also dass sich Dinge herauskristallisieren und man sie dann beobachtet und aber auch dann wirklich wahrnehmen muss. Das heißt, sogar in turbulenten Zeiten fühle ich mich sicher genug, um aus Fehlern zu lernen und sie dementsprechend auch den anderen zur Verfügung zu stellen. In unsicheren Umgebungen, also wo ich mich nicht psychologisch sicher fühle, da habe ich Angst vor diesem ersten Schritt. Ne? Da bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, mich abzusichern, zu gucken, wo habe ich die Anweisungen, was sind die Regeln, kann ich hier irgendwie mal ein bisschen weiter rechts oder links sein, ohne dass ich da mich in Gefahr begebe. Und das klaut unglaublich viel Energie und diese Energie ist viel besser investiert in eben den Prozess des Lösungen generieren in komplexen Umfeldern. Und der dritte Punkt ist, wenn ich in einer psychologisch sicheren Umgebung bin, dann traue ich mich, Ideen auszusprechen. Wie gesagt, Ideen sind am Anfang häufig erstmal kleine Pflänzchen, die noch sehr verletzlich sind und noch sehr unreif sind. Da muss noch viel dran passieren, bevor das eine standfeste Lösung ist. Aber wenn Ideen schon gar nicht mehr geäußert werden, dann komme ich auch gar nicht zu einer guten Lösung. Das heißt, wenn Ideen ausgesprochen werden, dann fördert das die Entwicklung von Lösungen, das Responding. Und es gibt tatsächlich noch eine spannende Extraschleife, Verstärkungsschleife an der Stelle. Erfolgreiche Zusammenarbeit, und das ist eben in psychologisch sicheren Teams erfolgreicher als in anderen. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit auf einen gemeinsamen Zweck hin, die fördert die Eigenmotivation, den inneren Motor. Und das ist super wesentlich, um in einer VUCA-Welt erfolgreich zu sein. Also der Eigenmotor, der macht uns kreativer, resilienter, in vielen Punkten fähiger, mit gerade solchen komplexen Themenstellungen umzugehen. Und deswegen werde ich jetzt auch das Thema Eigenmotivation noch ein ganz bisschen weiter erläutern. Da steige ich aber erstmal auch wieder mit einer Frage an euch ein. Ist sogar mit drei Fragen tatsächlich. Mal per Handzeichen, wer von euch ist heute freiwillig hier beim Entwicklertag? Okay, die Videos sind an, alles klar. Und die anderen Hände gehen auch nach oben.
Sehr schön, danke. Wer von euch ist hier, um was zu lernen und sich weiterzuentwickeln? Ja, und auch viele Hände oben. Dankeschön. Und wer von euch ist hier, um zu netzwerken, sich mit Menschen mit ähnlichen Interessen irgendwie zusammenzutun und die kennenzulernen? Auch per Handzeichen nochmal. Okay, prima. Dankeschön. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Alle die von euch, die mindestens einmal die Hand gehoben haben, ihr habt allein durch das Anwesendsein am Entwicklertag heute euren Eigenmotor angekurbelt. Das heißt, ihr stärkt eure Eigenmotivation damit. Jetzt erkläre ich euch, warum das so ist. Die Faktoren der Eigenmotivation, das sind psychologische Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Die sind weit verbreitet. Also wir haben die alle. Und diese erläutere ich euch jetzt mal. Der erste Faktor, also das erste Grundbedürfnis, ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit meint, dass wir die Möglichkeit haben wollen, Dinge zu bestimmen, aber auch die Fähigkeit erlangen wollen oder haben müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir wollen sehr gerne der Regisseur unseres eigenen Films sein. Die zweite Kompetenz, Entschuldigung, der zweite Grundbedürfnis, was wir haben, und hier geht gerade im Haus ein Bohrer los, deswegen war ich etwas irritiert, verzeiht's mir, ist das Bedürfnis nach Kompetenz. Wir wollen also auf der einen Seite die Möglichkeit haben zu lernen und uns zu entwickeln, aber auf der anderen Seite auch die Gelegenheit haben, dieses Gelernte anzuwenden, also Selbstwirksamkeit zu erfahren. Das heißt, ich möchte sehen, dass mein Handeln eine Wirkung entfaltet. Und alle Grundbedürfnisse sind, wie ich angedeutet habe, sind angeboren. Das heißt, wir haben die alle. Wir sehen die auch schon bei Kindern. Und ich finde, gerade bei Kompetenz sehen wir das besonders gut. Denn wir alle wissen, Kinder lernen laufen. Die wollen laufen lernen. Das müssen wir denen nicht erklären. Da müssen wir sie nicht mit der Peitsche zu antreiben. Und tatsächlich müssen wir denen auch nicht erklären, dass sie wieder aufstehen müssen, wenn sie einmal hingefallen sind. Ja? Also das ist wirklich angeboren, dieser Drang, sich weiterzuentwickeln und etwas, eine Kompetenz zu meistern, das steckt ganz tief drin. Und das funktioniert deswegen so gut, weil es im Gehirn tatsächlich ein Belohnungsnetzwerk gibt, was aktiviert wird, wenn wir etwas lernen. Wenn wir also eine Erkenntnis gewinnen oder etwas meistern, dann wird dieses Belohnungsnetzwerk aktiviert. Und das Spannende ist, das funktioniert auch dann, wenn wir einen Misserfolg haben. Wenn wir also einen Misserfolg haben und daraus lernen, wird trotzdem das Belohnungsnetzwerk aktiviert. Dieser Kompetenzerwerb ist also wirklich tief fest verdrahtet und steckt in uns ganz tief drin. Das dritte Grundbedürfnis, was Deakey und Ryan, also auf deren Modell fußt das alles, das ist sehr, sehr gut fundiert, sehr gut wissenschaftlich untersucht. Das dritte Grundbedürfnis, das die identifiziert haben, ist das Bedürfnis nach Eingebundenheit. Und Eingebundenheit meint, dass wir Teil eines größeren Ganzen sein wollen. Zum einen im Beziehungsgefüge, also wirklich so diese soziale Eingebundenheit, und auf der anderen Seite aber auch diese Werte- und Visionsebene, dass wir also wissen wollen, dass wir mit unseren Werten in unserer Umwelt andocken können. Und wenn ich ein Setting so gestalte, dass alle drei Grundbedürfnisse erfüllt werden, dann kann ich darüber die Eigenmotivation fördern. Und das Spannende dabei ist, dass Agilität, also echte Agilität, jetzt nicht irgend so ein Pseudokram, erfüllt alle drei Grundbedürfnisse, psychologischen Grundbedürfnisse, und zwar sehr gut. Das nur mal am Rande für diejenigen von euch, die in dem Umfeld arbeiten. Wenn ich aber die Grundbedürfnisse zu lange oder zu sehr verletze, dann kann ich damit die Motivation zerstören. Und jetzt kommt wieder der Link zurück. Vorwürfe oder Schuldzuweisungen sind ein Angriff auf alle drei psychologischen Grundbedürfnisse. Das heißt, Vorwürfe würgen den inneren Motor ab. Und zwar ziemlich nachhaltig, leider. Und das ist, eigentlich ist das ja kontraintuitiv, im Sinne von, also andersrum. Eigentlich ist es kontraintuitiv, wie wir mit Scheitern umgehen. Denn die richtige Reaktion auf Scheitern wäre, dass wir denjenigen, der den Karren in den Dreck gefahren hat, irgendwie unterstützen, ihn wieder rauszuziehen. Ne? Dass wir gucken, wie kommen wir wieder vorwärts. Das wäre auch im Sinne der Eigenmotivation richtig hilfreich, weil wir dann die Beziehung zu diesen Menschen stärken. Wir gehen ja mit denen in Kontakt und gucken, dass wir denen weiterhelfen. Es bewegt den ganzen Karren wieder in Richtung Sinn. Also wir kommen wieder weiter im Sinne unserer Vision. Und tatsächlich, die Selbstbestimmtheit desjenigen, der da gerade gescheitert ist, stellen wir auch wieder her, weil wir eben,
dem helfen, wieder Herr der Lage zu sein und den Karren wieder weiter in die richtige Richtung zu bewegen. Und diese Eigenmotivation ist in diesen VUCA-Umgebungen, von denen ich eben gesprochen habe, ich finde immer, es klingt ein bisschen wie Voodoo, aber es ist tatsächlich ja eine ganz gute Beschreibung. Also in VUCA-Umgebungen ist diese Eigenmotivation super wichtig, weil sie nämlich unsere Komplexitätskompetenz fördert oder stärkt. Also unsere Fähigkeit, mit komplexen Situationen souverän umzugehen. Denn Eigenmotivation lässt uns wie Entrepreneure denken. Das heißt, wir sind wirklich dieser Vision auf der Spur. Wir können sehr viel besser mit Unsicherheiten umgehen, wenn wir eigenmotiviert sind. Und wir reagieren sehr viel kreativer und flexibler auf Veränderungen, die daherkommen. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterdenken, auf unsere immer noch andauernde Pandemiesituation anwenden, dann glaube ich, dass zusätzlich zu diesen ganzen verheerenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schäden, die durch Covid-19 entstanden sind, viel von der Frustration, also von dem menschlichen Schaden eigentlich daraus entstanden ist, dass die drei psychologischen Grundbedürfnisse so dauerhaft verletzt oder ausgehungert wurden. Und das eben angesichts einer so komplexen Bedrohung, wie sie eben Corona ist. Und das macht diese Bedrohung aus meiner Sicht noch gefährlicher. Lass uns also mal schauen, was wir tun können, um dem entgegenzuwirken. Also was können wir tun, um die Eigenmotivation zu stärken, aber auch zu schauen, dass wir den Biss erhalten, um uns in komplexen Umfeldern zu bewegen. Wenn wir es also mit einem Problem zu tun haben, auf das es noch keine Antwort gibt, dann müssen wir eine Lösung mit Kreativität finden. Da müssen wir unsere Kreativität anzapfen, um da überhaupt hinzukommen. Denn wir können nicht bei Google einfach mal nach einer Lösung gucken. Deswegen meine Lieblingsdefinition von Kreativität. Kreativität ist die Fähigkeit, selbst auf erlegte Beschränkungen zu ändern. Und das trifft sowohl zu für künstlerische Kreativität, aber auch für kreatives Problemlösen. Und mit dem kreativen Problemlösen befassen wir uns jetzt ja hier gerade, also das Creative Problem Solving. Und wenn wir uns diese Definition jetzt nochmal angucken, tatsächlich ist es so, dass die meisten externen Beschränkungen, also dieser klassische Rahmen, den wir kriegen, wo wir irgendwie was vorgegeben kriegen, die werden irgendwann zu selbst auferlegten Beschränkungen, weil wir aufhören, sie zu hinterfragen. Also wir bleiben in der Box drin, deswegen ist das Thinking out of the box auch im Kreativen so ein geflügeltes Wort. Wir bleiben in dieser Box sehr gerne hocken, weil sie so ein bisschen auch ein bisschen bequemer ist. Ne? Da müssen wir uns nicht irgendwelchen neuen Sachen trauen, sondern bleiben halt einfach in dem bekannten Bereich. Wir brauchen also auf der einen Seite Kreativität, Flexibilität und Agilität als wesentliche Fähigkeit, um mit all diesem Unvorhersehbaren irgendwie fertig zu werden, also mit Komplexität umzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, tragen viele von uns diese verinnerlichten, erworbenen Beschränkungen fast wie eine Rüstung. Ne? Also so bequem, dann bleiben wir da mal drin und dann müssen wir uns auch nicht mit irgendwelchen neuen Sachen auseinandersetzen. Also wir blocken damit relativ geschickt ab. Es lohnt sich also mal zu gucken, wie können wir kreativer werden, wie können wir unseren Kreativmuskel auch stärken. Ich habe da mal eine ganze Liste an Sachen, die man tun kann, um sein kreatives Mindset zu stärken. Die ist völlig unvollständig, da gibt es noch viel, viel mehr. Was mir aber wichtig ist, dass ihr wisst, ein kreatives Mindset ist eine Entscheidung. Das heißt, ihr könnt entscheiden, dass ihr diesen Muskel trainiert und den kann man immer trainieren. Es hört auch nie auf. Und ja, nehmt diese Liste vielleicht als Anregung mit, wo man mal gucken könnte, wie man sein kreatives Mindset ein bisschen nach vorne bringt. Und wenn wir also kreativer sein wollen, unsere selbst auferlegten Beschränkungen ablegen wollen, kreativer werden wollen, flexibler werden wollen und die Angst vor Fehlschlägen ablegen wollen, dann können wir dieses schöne Zitat von James Joyce als Anregung nehmen. Ich finde das immer wieder gnadenlos schön. Fehler sind unsere Pforten der Entdeckung. Und das heißt einfach, dass wir nicht so eine Angst haben sollten, Fehler zu machen, weil wir sie auch als Stepping Stone nutzen können, um einfach mal Neues zu entdecken und da weiterzumachen, wo der letzte Fehler eben aufgehört hat. Und wenn wir im VUCA-Land unterwegs sind, also wo wir ständig mit widersprüchlicher Information zu kämpfen haben, wo wir Dinge neu lernen müssen, alte Regeln auf einmal nicht mehr zählen, dann ist diese Haltung eben sehr, sehr wichtig, weil Fehlschläge da normal sind. Was können wir also tun, um mit Misserfolgen und Fehlschlägen, Irrtümern besser umzugehen? Wie kommen wir weg vom Beißen?
um unseren Biss zu erhalten. Da habe ich 4 Vorschläge für euch. Der erste ist, indem wir bescheiden sind und mehr Fragen stellen. Im Englischen, be humble and ask more questions. Be humble, ich finde nach wie vor, es lässt sich schwer übersetzen. Also, dass wir unvoreingenommen sind, vor allem von uns selber auch unvoreingenommen sind, dass wir nicht glauben, wir wissen schon alles, sondern wirklich offen, neugierig an Themen herangehen, auch an Probleme rangehen und wirklich mal von allen Seiten gucken und so ein bisschen bescheidener angehen und eben viele Fragen stellen. Das erzeugt zum einen psychologische Sicherheit. Der Stephen Covey hat als 5. Prinzip aufgeschrieben oder postuliert, erst verstehen, dann verstanden werden, was eben auch so diese Haltung, erstmal aufnehmen, offen sein für von außen, bevor ich der Welt meins aufstülpe. Und das fördert wertschätzende Kommunikation und ein Growth Mindset. Das heißt, wenn wir es vorleben, dass wir uns als Mensch zeigen, Fragen und Misserfolge zugeben, dann erzeugen wir damit eine Stimmung, ein Klima, was sehr hilfreich ist, um in Komplexität Erfolg zu haben. Der 2. Vorschlag, den ich euch mitgebracht habe, ist, dass wir unsere Lernsehnsucht wieder wecken und sie genießen. Das bedeutet, dass wir vor allem wirklich annehmen, dass wir unvollkommen sind. Denn gerade in Umfeldern von Komplexität und wo Emergenz so wichtig ist, da können wir uns Perfektion und Perfektionismus wirklich nicht leisten. Wir müssen also akzeptieren, dass wir uns immer noch weiterentwickeln können, dass das Muster vielleicht noch nicht ganz klar ist, dem wir auf der Spur sind, dass wir vielleicht uns auch vertun und nächste Woche nochmal anders rangehen müssen. Das eben auch wieder Teil vom Growth Mindset hat so eine Grundhaltung, wie wir über das Lernen denken und tatsächlich unsere Glaubenssätze über unsere Fähigkeiten bestimmen eben auch, wie gut wir in etwas sind. Sie werden wahr. Also Henry Ford hat irgendwann mal gesagt, whether you think you can or you think you can't, you're right. Und das sollten wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben, denn es hilft, wenn wir einfach neugierig auf die Welt gucken. Der 3. Vorschlag, den ich euch machen möchte, ist, dass ihr übt, Beschränkungen loszulassen. Ich habe euch ja meine Definition von Kreativität eben genannt. Und das ist wirklich eine Trainingssache. Man kann zum Beispiel häufig Brainstormings durchführen oder einfach mal in Gesprächen schauen, jetzt bin ich jetzt wirklich voreingenommen oder höre ich wirklich zu und das üben. Wenn ihr Brainstormings macht, achtet bitte immer darauf, dass ihr die Divergenz- und Konvergenzregeln beachtet. Wenn ihr die nicht kennt, schaut sie nach. Sie sind ganz, ganz essentiell. Und sie stellen sicher, dass verrückte Ideen und kleine Ideen auch erlaubt sind, dass sie nicht verurteilt werden, dass ohne Vorwürfe und ohne Fingerpointing auch im Brainstorming gearbeitet wird und wir offen bleiben und dass es eben ohne Beißen abläuft. Ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle möchte ich euch die versprochene Methode zeigen. Sie heißt That's a Feature, Not a Bug. Und ganz wichtig an dieser Stelle, bitte nicht wortwörtlich nehmen, ja, vor allem die Entwicklerinnen unter euch, die irgendwie Kundenkontakt haben, das ist eine Übung, keine Ausrede. Ja, also ganz, ganz wichtig. Die Methode ist dazu da, eine Idee auszuarbeiten, sie zu stärken, indem man versucht, den Makel in einen Vorteil umzuwandeln. Und man kann sie verschieden einsetzen. Man kann eben gucken, dass man eine Schwachstelle vorwegnimmt und behebt, bevor man eine Idee irgendjemandem präsentiert, der sie vielleicht kritisieren könnte. Oder man nimmt die Methode einfach, um eine konstruktive Haltung zu üben, damit man in Situationen, wo man unerwartet mit Kritik konfrontiert wird, dann die Fähigkeit hat, da ganz entspannt drauf zu reagieren und einfach spielerisch die Perspektive zu wechseln und die Kritiksituationen dann wirklich zu Lernsituationen umzuwandeln. So, wie funktioniert die Methode? Folgendermaßen. Ihr werdet mit einem Makel an eurer Idee oder mit der Kritik an eurer Idee konfrontiert und ihr antwortet mit, das soll so sein, damit, Punkt, Punkt, Punkt. Als Beispiel, kennt ihr diese kleinen Aufkleber an Nektarinen? Wenn man die abknibbelt, dann kommt meistens ein bisschen Haut mit, ne? So. Wenn jemand diese Aufkleber kritisiert, dann wäre unsere normale Reaktion auf so einen Kritikpunkt eher defensiv. Wir finden einen Kleber, der besser abgeht, oder wir erfinden einen Abmachhebel, keine Ahnung. Ja? Also wir gehen in die Defensive und versuchen, unsere Idee zu verteidigen. Mit It's that's a feature, not a bug, reagieren wir anders. Ja? Also der Aufkleber reißt die Nektarine auf. Ja, das soll so sein, damit man schon mal einen sauberen Fleck auf der Nektarine hat und weiß, wo man anfängt, die Nektarine zu essen. Oder das soll so sein, damit man sehen kann, ob die Nektarine auch wirklich saftig ist. So,
Ihr merkt schon, die Antworten müssen nicht immer Sinn machen, aber es geht darum, einfach mal aus dieser Standardreaktion rauszukommen, nicht in die Defensive zu gehen, sondern einfach noch einen draufzusetzen. Und ich möchte euch jetzt bitten, diese Methode einmal auszuprobieren. Peter, wie sind wir von der Zeit her? Wir haben nur 3 Minuten für den Breakout wahrscheinlich, ne? Ja, also du hast jetzt noch insgesamt 10 Minuten. Alles klar, kriegen wir hin. Okay. Sind wir noch okay im Rennen? Peter wird euch gleich in Breakout-Räume schicken. Ausnahmsweise verzichtet bitte mal auf die Vorstellungsrunde, sondern probiert nur die Methode aus. Ihr bekommt von mir eine Übungsidee. Die Übungsidee ist, lasst uns eine Zahnpasta mit viel Zucker darin produzieren. Und dann nehmt ihr die erstbeste Schwäche an dieser Idee, die euch einfällt, und dann werdet ihr reihum alle zu Ideenpaten und Ideenpatinnen. Ja? Das heißt, ihr nehmt diese Schwäche und wandelt sie um, indem ihr sagt, das soll so sein damit, und dann füllt ihr diese Lücke aus. Ja? Und ihr werdet sehen, nicht alle Ideen werden Sinn machen und werden einige Alberne dabei sein, aber schaut einfach mal, was passiert. So, und jetzt schickt euch Peter für 3 Minuten in den Breakout rum. Ich hoffe, ich kriege das hin, alles schnell irgendwie. Kann man nicht alle zufällig verteilen? Ja, das müsste man können. Ich denke doch gerade nicht. Okay. Okay, das ist noch keine Session für alle. Mir fehlt der Knopf, um alle zufällig zu verteilen, leider. Oh je. Tut mir leid, ich kriege das gerade nicht automatisiert hin. Ich verteile gerade manuell. Der Kommentar ist gut. Das soll so sein, damit wir uns vorher Gedanken machen können. Yay. So. Jetzt habe ich theoretisch alle verteilt, glaube ich. Maren, du bist gerade stumm geschaltet, falls du etwas sagst. Ja, meine Frage, danke. Meine Frage war, ob Harald und Irina. Bei mir scheint es nicht geklappt zu haben, wollte ich gerade sagen, genau. Okay. Ihr werdet mir gerade nicht aufgelistet. Oder muss ich irgendwas tun? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe hier Breakout-Sessions gestartet, dann habe ich eine Liste mit allen Namen gekriegt. Die ist jetzt bis auf Maren leer. Okay, es tut mir leid, dass ich das nicht besser hinbekommen habe. Ich glaube, die Mehrzahl ist tatsächlich jetzt ein Breakout geworden. Ja, glaube ich auch. Ja, also dann machen wir das doch einfach mal... Mache ich das doch einfach mal mit dir, Harald. Was wäre so eine Schwäche an der Zahnpasta mit Zucker? Ja, ich denke, Zucker schädigt die Zähne. Das soll so sein, damit die Zahnärzte mehr Zulauf kriegen. Was wäre dein, das soll so sein? Also das wäre mir tatsächlich auch eingekommen. So, oder vielleicht anders formuliert, dann wird sie von mehr Zahnärzten empfohlen. Das soll so sein, damit sie mehr von Zahnärzten empfohlen werden. Genau. Ja, was fällt dir denn ein, Peter? Das soll so sein, damit? Damit
ich weiß nicht, das Wetter schöner ist. Genau. Ja, oder das soll so sein, damit die Kinder sich früher angewöhnen, Zähne zu putzen. Ja, also es ging jetzt nur darum, dass wir das einmal durchspielen. Jetzt muss ich schon wieder auf die Zeit gucken, wie lange waren jetzt... Sessions stoppen? Ich habe jetzt keinen Timer eingestellt. Ich kann einfach alle zurückholen. Ja, dann haben die ja noch eine Minute, um fertig zu machen. Gib denen mal die Minute und hol sie dann zurück, vielleicht. Okay, ich habe jetzt nur einen roten Knopf, alle Sessions stoppen. Ich glaube, das greift dann sofort. Die ersten kommen auch schon wieder. Alles klar, dann seid ihr schon wieder da. Dann drücke ich jetzt auf alle Sessions stoppen. Ja. Ah, okay, jetzt läuft der Timer eine Minute, okay. Okay. Gut zu wissen, jetzt erstmal, dass ich Breakout-Räume tatsächlich benutzt habe. Okay. Immer nur davon gehört, aber noch keinen Anwendungszweck gefunden. Ja, es ist tatsächlich... eins meiner heißgeliebtesten Features in Zoom. Das kann Teams noch nicht so gut als Beispiel. Gut, dann hast du noch 5 Minuten jetzt. Ja, sind schon alle wieder da? Es sieht schon sehr voll aus tatsächlich. Okay, gut, alles klar. Dann lege ich wieder los. Ja, meine erste Frage an euch wäre, wie war's? Was habt ihr beobachtet? Und das geht jetzt nicht nur per Handzeichen. Ihr könnt einfach reinreden. Dann rede ich jetzt einfach rein. Wir haben erstmal beobachtet, dass wir im ersten Gedanken auf die gleiche Idee gekommen sind, aber haben es dann versucht, ein bisschen weiter zu spinnen, nochmal komplett von der Realität, also nochmal einen Schritt weiter wegzugehen, was irgendwie ein komisches Gefühl ist, ein ungewohntes Gefühl, aber ein interessantes. Ja. Ja, das war so unser Konsens. Dass es sehr ungewohnt ist, aber dass es irgendwie lustig ist, mal was ganz Gegensprüchliches zu sagen, was man nie machen würde sonst. Ja, genau. Dankeschön. Die anderen. Gab es noch andere Beobachtungen? Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für die Leute in meiner Gruppe. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, wie ungewohnt es ist, sich so zu erlauben, schwachsinnige in Anführungsstrichen Dinge einfach mal durchzuspielen. Ne? Da ist man einfach... Also es gibt halt schnell so eine Stimme im Kopf, die dann sagt so, nee, das macht ja keinen Sinn, in die Richtung müssen wir weiterdenken, ne? Weil so sind wir einfach konditioniert auch in unserem Arbeitsalltag. Ja. Das fand ich eben interessant, das zu sehen und so ein bisschen bei mir selber zu merken, dass so in diesem vollkommen hypothetischen Szenario, ne, wo es einfach egal ist, ob was Sinnvolles bei rauskommt oder nicht, dass selbst da irgendwie so ein Schalter in meinem Gehirn angeht, der mir sagt, dass das jetzt gerade eigentlich jetzt gar nicht sinnvoll ist, was ja eine komplett unnötige Information ist eigentlich. Ja. Selbst auferlegte Beschränkung, Also, ich fand interessant, mir kam sehr schnell so der innere Marketing-Mensch raus, der dann so war, ja, nee, das ist alles super, super gut, Team, so weiter geht's, wir müssen uns hier Branding für die Zahnpaste überlegen, was auch immer. Ja, spannend, danke. Was ich gut fand, war der Ansatz, dadurch, dass es so ein bisschen ins Lächerliche ging, war die psychologische Sicherheit gegeben. Das heißt, es war ja klar, es kommen keine ernsthaften Punkte raus. Und man hat sich dann einfach darüber Gedanken gemacht, wo kann man hingehen, in welche Richtung kann man auch lächerlich argumentieren, was dann vielleicht auch, wenn man es ein bisschen übt, für ernsthafte Themen sinnvoll wird. Ja, herzlichen Dank. Also das psychologische Sicherheit, auch wenn es, also Marc war das eben, glaube ich, sagte das mit dem, dass es eben albern ist und ganz klar ist, dass es nicht ernst sein muss. Also wenn gelacht wird, und ich meine jetzt nicht das Auslachen, sondern eben das konstruktive, wohlwollende Lachen, das ist ein gutes Anzeichen für psychologische Sicherheit und tatsächlich auch ein ganz hilfreiches Ding für Kreativität. Denn auch wenn das jetzt blöder Spruch ist, aber der Aha-Moment und der Haha-Moment liegen sehr nah beieinander, weil das Gehirn eben dann einfach einen ungewohnten Weg geht. Deswegen ist die Pointe eines Witzes auch meistens so ein Überraschungseffekt. Ja, also insofern habt ihr genau die Sachen beobachtet, weswegen ich auch diese Methode ganz, ganz spannend finde. Ich muss mal gerade hier meinen das weg tun. Ja, weil ich einfach diesen Muskel zu trainieren, das hilft ungemein. Der vierte Punkt, den ich euch, oder der vierte Vorschlag, den ich euch noch mitgeben möchte, ist der Ideenschutzengel. Also Ideenschutzengel sein ist mein Vorschlag an euch, um wegzukommen vom Beißen. So, dafür sollte ich euch den kleinen Ideenschutzengel mal vorstellen. Der Ideenschutzengel ist mein persönlicher Favorit als Wunderwaffe zur Förderung der Eigenmotivation, zur Förderung von Kreativität. Und der Ideenschutzengel ist sowohl eine Haltung als auch ein Verhalten.
Also sehe ich die Folie gerade nicht. Ah, warum nicht? Sein Bildschirm wahrscheinlich nicht geteilt. Oder? Ah, stimmt. Ah, Leute, ich habe, ja, da habe ich natürlich jetzt gepennt. Danke für den Hinweis. So. Ich muss dich auch leider bitten, ein Ende zu finden noch. Das soll sein, sollte so sein. Damit genau, das sollte so sein, damit ich mit euch besser interagieren kann. Ja, ich komme auch jetzt zum Ende. Jetzt seht ihr den Bildschirm, oder? Ja. Super, danke. Danke für den Hinweis. Also Ideenschutzengel ist zum einen eine Haltung, eine Einstellung, welche die Erfüllung von allen drei psychologischen Grundbedürfnissen fördert. Er ist interessiert, wohlwollend, optimistisch, wertschätzend. Und zum anderen ist der Ideenschutzengel ein Verhalten, also ein Ja sagen, eine unterstützende, offene Art haben, Geduld haben. Und der ist immer dann gefragt, wenn Gedanken und Ideen ungewöhnlich und angreifbar sind. Und das sind sie eben oft in diesen VUCA-Welten, in denen wir uns bewegen und flexibel bleiben müssen. Und ich komme jetzt hier tatsächlich auch schon zum Ende. Das ist nochmal eine Zusammenfassung. Also wie kommen wir weg vom Beißen, indem wir bescheidener sind und mehr Fragen stellen, indem wir Imperfektion annehmen und unsere Lernsehnsucht wecken und auch genießen und ausleben, indem wir üben, Beschränkungen loszulassen, ob das jetzt mit Brainstormings ist oder mit It's a feature, not a bug, und indem wir Ideenschutzengel sind. Und das wäre eigentlich auch mein Wunsch an euch, dass ihr hingeht und mehr Ideenschutzengel seid. Wenn ihr noch ein bisschen mehr vertiefende Informationen haben wollt, könnt ihr euch gerne hier auf meiner Quellenliste tummeln oder mich anfunken. Ich bin auch gleich nochmal, hatte ich eben mit Peter besprochen, in Gathertown. Ich muss mich allerdings erst noch einloggen, das habe ich noch nicht gemacht. Und dann wäre das auch mehr Biss ohne Weißen, mehr Erfolg in komplexen Aufgabenfeldern haben. Und mein Wunsch an euch oder meine Handlungsaufforderung ist, geht hin und stärkt eure Irrtumskultur und werdet zu Ideenschutzengeln. Und wenn wir jetzt noch Fragen haben, dann machen wir die wahrscheinlich in Gathertown. Am besten in Gathertown dann, genau. Ja. Super. Danke für diesen lebhaften Vortrag. Super viele Interaktionen. Für alle anderen, es geht weiter um 11.30 Uhr mit den nächsten Vorträgen. Geht gerne noch in Gathertown über das Hybrid-Event. Tool, müsste es einen Link geben. Vergesst nicht auf Agile Day zu klicken, Conference Day war gestern. wir sind, theoretisch haben den Raum Saal Kraichgau. Also wenn man in Gathertown reingeht, ins Kellergeschoss, gibt es einen Teppich namens Kraichgau. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Agile Day. Genießt die weiteren Vorträge und die Diskussionen. Ciao. Ciao.